Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist 14 Uhr. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen im Namen der Deutschen Schulakademie zum Forum Neue Oberstufe. 2 Tage liegen vor uns, an denen wir reden und diskutieren wollen, suchen wollen, vielleicht auch finden, alle die Punkte, die eine gute Oberstufe, einen guten Oberstufenunterricht, eine gute Oberstufenorganisation in möglichst nicht allzu ferner Zukunft möglich machen. Und das wollen wir gerne mit Ihnen in einem sehr diskursiven Format. Deshalb das Forum Neue Oberstufe zwar online, aber trotzdem mit sehr, sehr vielen Anteilen, an denen Sie zu Wort kommen. Dazu gleich noch ein paar Worte. Mein Name ist Armin Himmelrath. Ich bin Bildungsjournalist beim Spiegel und freue mich, Sie moderierend bis morgen Nachmittag begleiten zu dürfen durch dieses Programm. Zunächst mal freue ich mich, dass wir sozusagen, ja, ich hätte fast gesagt, in den Räumen der Deutschen Schulakademie zu Gast sind. Es sind die virtuellen Räume und das muss natürlich so sein. Sie wissen, die Deutsche Schulakademie, eine Einrichtung, die gemeinsam getragen wird von der Robert-Bosch-Stiftung und der Heidehoff-Stiftung und die sich in diesem Forum auch nochmal besonders zum Ziel gesetzt hat, Impulse aus Wissenschaft und Praxis miteinander zu verzahnen, zu schauen, wie geht gute Bildung, wie geht gute Schule? Mehr gute Schule ist ja einer der Schlachtrufe gewissermaßen, mit dem die Schulakademie in die Diskussion zieht. Und da wollen wir einfach schauen, ja, wie geht gute Oberstufe? Das ist die Frage, der wir uns hier widmen wollen. Wir wollen Spielräume ausloten, ein bisschen Handlungsoptionen ja, diskutieren und zeigen. Es soll auch nicht alles nur sehr theoretisch sein, sondern wirklich hands-on und praktisch und mit ganz konkreten Tipps. Und ein bisschen einordnen kann das für uns der Geschäftsführer der Deutschen Schulakademie. Seit 2015 ist das Hans-Anand Pandt, den ich ganz herzlich begrüße. Und wir wollen in so einer ersten Runde zu zweit einmal so in den nächsten Minuten schauen, warum dieses Thema denn für Sie so spannend ist. Wo haben Sie gesagt, Herr Pandt, Oberstufe, neue Oberstufe, eine andere Oberstufe? Ja, das ist was, das springt mich an, da müssen wir ran. Ja, erstmal begrüße ich auch für das gesamte Team der Deutschen Schulakademie und auch den zweiten Geschäftsführer Roman Rösch, der heute nicht dabei sein kann, soweit ich weiß. Alle, die hier also waren, in wahnsinniger Zahl. Ich habe es gerade im Chat gesehen, von Athen bis St. Augustin sich hier dazugeschaltet haben. Also herzlich willkommen bei dieser Veranstaltung der Deutschen Schulakademie. Ja, neue Oberstufe. Natürlich denkt man bei Oberstufe, selbst wenn man noch nicht die 80 überschritten hat, aber vielleicht selbst dann als Lebensalter besonders intensiv, wenn man Abitur gemacht hat, an diese Zeit zurück, weil die einen ja geprägt hat in einer wichtigen Übergangssituation in den weiteren beruflichen Werdegang oder aber ins Studium. Das heißt, das ist etwas, was bei jedem wahrscheinlich sehr präsent ist. Gleichzeitig ist es etwas, was in den Bildungswissenschaften seit einigen Jahren ja quasi fast mantraartig unter dem Leitbild des lebenslangen Lernens eine besondere Bedeutung bekommen hat, wie alle Übergänge zwischen verschiedenen Bildungsetappen diese Bedeutung bekommen haben. Und dennoch schleicht sich, jedenfalls bei vielen von uns in der Vorbereitung, das Gefühl ein, tja, aber die deutsche Oberstufe, noch zudem die gymnasiale Oberstufe im Besonderen, die scheint sozusagen, danach scheint das Leben schlagartig zu Ende zu sein. Jedenfalls das Bildungsleben. Das heißt, das ist ein derartiger Kulminationspunkt für viele in der Bildungsdiskussion, sowohl Politik, aber auch in der Pädagogik, dass man denkt, um Gottes Willen, wenn man es da nicht richtig macht, dann ist quasi das Leben verloren. Von daher hat das so eine ganz besondere Bedeutung. Und diese, sagen wir mal, Überwertigkeit in der Wahrnehmung gerade des deutschen Abiturs führt nun, glaube ich, dazu, dass man so sich in zwei selbstgestreckte, strikte Zwangsjacken reinbegibt. Die eine ist nach innen, dass man einen wahnsinnigen Druck auf Seiten der Lehrerinnen und Lehrer, auf Schülerinnen und Schüler, eine starke Reglementierung feststellen kann, damit dieser Abschluss ja gelingen mag. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir ja ständig die Berichte über unzureichende Kompetenzen seitens der Abnehmersysteme, also der beruflichen Bildung oder der Hochschulen hören und das Gefühl bekommen, oh, da ist wirklich eine Abschottung im Sinne einer Nichtweitergabe an wichtigen Fähigkeiten im Abitur hängen geblieben. Und ich glaube, das ist diese spannende Situation. Das ist wie eine tektonische Platten, die aneinander reiben, die Zeit vor und nach dem Abitur, die dann dazu führen, dass wir darüber nachdenken können, wollen wir nach innen eigentlich etwas verändern und müssen wir was verändern im Sinne von Flexibilisierung dessen, was vor dem Abitur passiert?
Oder müssen wir vielleicht gleichzeitig auch schauen, was ist eigentlich an der Übergangssituation zwischen den systemischen Partnern, also Schule, Berufsbildung oder Hochschule, eigentlich möglich? Das ist ja eine spannende Geschichte. Wenn Sie von einer tektonischen Reibung sprechen, dann könnte man ja sagen, das läuft auf eine große, große tektonische Katastrophe hinaus. Soll es aber nicht, oder? Nee, also ich sage ja auch nur, dass das Spannungen sind und dass es ab und zu ruckelt. Man sieht das dann zum Beispiel an solchen Phänomenen. Sie wissen ja, ich habe früher im IQB gearbeitet, wo wir Abitur-Bildungsstandards ausgearbeitet haben. Das sieht man dann daran, dass es dann immer wieder diese Uneindeutigkeiten in der Umsetzung gibt. Das heißt, man will einerseits Vergleichbarkeit für alle Schülerinnen und Schüler im Abitur bundesweit herstellen. Gleichzeitig setzt man es aber so um, dass Vergleichbarkeit tatsächlich eigentlich nicht ermöglicht wird. Manche Länder halten sich an die Standards, manche nehmen Aufgaben aus diesen Abiturpools, andere wieder weniger. Das heißt, wir haben eine große Situation der Spannung und gleichzeitigen Unsicherheit, die wir hier im Moment systemisch ertragen müssen. Ist das nur eine Systemfrage oder ist das auch eine pädagogische Frage, die da mit drin steckt, eine pädagogisch-didaktische? Das ist auf jeden Fall eine pädagogische Frage, denn auch wie an kaum einer anderen Stelle ist an dieser Übergangssituation der Oberstufe mit dem Abitur dieses Dilemma für viele Pädagoginnen und Pädagogen ganz täglich spürbar zwischen einerseits Lernbegleitung sein, also jemanden wirklich zu Fähigkeiten befähigen und zum weiteren Lernen zu befähigen und der Aufgabe tatsächlich selektiv vorzubereiten und wirksam zu werden, in dem Sinne, dass eine Zertifizierung ansteht, die ganz entscheidend sein kann. Wenn Sie sich dieses Themenfeld anschauen, und das tun Sie ja nicht nur jetzt im Rahmen der Stiftungsarbeit oder der Deutschen Schulakademiearbeit, sondern auch in Ihrer anderen Funktion, wenn man so will, als Erziehungswissenschaftler und als Forscher, wo sehen Sie im Moment die größten Fragen? Wo sehen Sie die spannendsten Entwicklungen? Anders gefragt, was erhoffen Sie sich in den nächsten 2 Tagen von unseren Diskussionen hier? Also diese doppelte Falle, die ich genannt habe. Einerseits, man möchte tatsächlich sehr vielen Schülerinnen und Schülern einen guten Abschluss ermöglichen. Das bedeutet nach innen hin, also vom Abiturpunkt zurückgedacht, dass man viel über Flexibilisierung für eine ganz heterogene Schülerschaft auch in der Oberstufe jetzt nachdenken muss. Wir haben einfach seit einigen Jahren eine Abitur- oder eine Oberstufenquote von über 50%. Das heißt, das ist vor wenigen Jahrzehnten war das eine ganz andere Schülerschaft vom sozialen Herkunft, von der Zuwanderungsgeschichte her, die dort in den Schulen vor den Lehrerinnen und Lehrern saßen. Das heißt, wahnsinnig viel mehr Flexibilisierung auf Seiten der Schulen und des pädagogischen Personals. Und zur anderen Seite hin frage ich mich manchmal, gibt es eigentlich systematische Anstrengungen, dass wir uns mit der Hochschule oder der Berufsbildung oder der Wirtschaft etwas besser abstimmen, was denn eigentlich wirklich gebraucht wird. Und das heißt, wenn ich mich als Forscher im Hochschulforschungsbereich darum frage, wann wird eigentlich mal jemand von den Fakultäten tagen? Das sind diese Vertretungen, die zum Beispiel die Domänen in den Universitäten vertreten. Wann wird da mal ein Austausch systematisiert mit den Schulen? Wann gibt es überhaupt Formate, wo Schule und Hochschule oder Schule und Beruf systematisch und nicht zufällig in einem Austausch sind? Das sind für mich Fragen, die man sicherlich hier sich gerne nochmal angucken kann. Wenn Sie jetzt auf morgen Nachmittag schauen, sollten wir dann aus Ihrer Sicht mehr über Erkenntnisfragen sprechen oder sollten wir mehr über Umsetzungsfragen sprechen? Also haben wir ein Erkenntnisproblem, haben wir ein Umsetzungsproblem oder haben wir beides nicht und müssen einfach nur loslegen? Also an der Bruchstelle selber haben wir, glaube ich, ein Erkenntnisproblem zum Teil auch, aber das überlassen wir gerne mal der Forschung. Das ist jetzt nicht der Hauptauftrag der Deutschen Schulakademie, sondern bei uns wird hoffentlich in den nächsten 2 Tagen wieder dieser beliebte und bewährte Mix aus tatsächlich einem Kennenlernen von praktischen Beispielen, die schon mal funktioniert haben in den Schulen, die hier anwesend sind, wirksam werden. Das heißt, man sieht einfach, against all odds, da ist was möglich. Selbst in den starren Strukturen der Oberstufen ist sehr viel möglich an Innovation, an Flexibilisierung. Das möchten wir zeigen, davon möchten wir in den Austausch gehen können damit. Und zum anderen hin aber geht es auch tatsächlich darum, dass wir vielleicht den Austausch nutzen, ab und zu mal so eine kleine Verrücktheit mit auftauchen zu sehen in den Beiträgen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wo man sagt, oh, so weit habe ich noch gar nicht gedacht, wie eigentlich Oberstufe aussehen sollte und könnte. Das erhoffe ich mir. Das ist sozusagen die DNA der Deutschen Schulakademie.
Also im besten Fall auch ein Irritationsforum, das wir hier anbieten, um aus der Irritation heraus neue Ideen zu entwickeln. Hans-Anand Pant, erstmal herzlichen Dank für diesen Blick, Ihren Blick aufs Thema und auf das, was uns erwartet oder was Sie erwarten. Und wir schauen mal, wie viel wir davon umgesetzt bekommen. Ich danke und wünsche allen und mir viel Spaß. Vielen herzlichen Dank. Damit, meine Damen und Herren, starten wir sozusagen in den ersten Blick auf das, was die Beteiligung ausmacht. Das ist zunächst mal der Hinweis, wenn Sie den Sprecher oder die Sprecherin jeweils groß sehen wollen, so wie das jetzt, glaube ich, bei einigen der Fall ist, bei Ihnen aber noch nicht, dann gehen Sie bitte auf Ihrem Zoom-Feld oben rechts. Da gibt es einen kleinen Button, der heißt Ansicht. Wenn Sie dort draufklicken, dann taucht ein Doppelmenü auf, Galerie und Sprecher. Und wenn Sie dann auf Sprecher gehen, dann sehen Sie jeweils den oder diejenige, die groß geschaltet ist. Ansonsten haben Sie immer so eine Reihe von allen möglichen, wo dann die Sprecherin immer nur umrahmt ist. Also Sie können sich das ein bisschen optisch bequemer machen, wenn Sie oben auf die Sprecheransicht gehen. Ja, ansonsten, ich hatte gesagt, wir wollen über Beteiligungsmöglichkeiten reden und für die ist heute, sind wir natürlich alle zuständig, aber Claudius Baumann ein bisschen auch technisch und organisatorisch, der nämlich an unserem, ja, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll, Claudius, du sitzt an unserem Mentimeter-Panel oder an unserem Mentimeter-Rechner. Genau, völlig richtig. Sie haben die Möglichkeit, sich zu beteiligen über Mentimeter und zwar habe ich gerade einen Link in den Chat gepostet, der jetzt gleich für die nächste Dreiviertelstunde ungefähr für Sie wichtig ist. Dort können Sie nämlich zwei Dinge tun. Wenn Sie den Link öffnen, wählen Sie einfach an Q&A öffnen und dann haben Sie die Möglichkeit, einerseits Fragen zu stellen zu dem Vortrag, der gleich folgen wird. Und andererseits haben Sie aber auch die Möglichkeit, die Fragen der anderen Teilnehmenden sich anzuschauen. Und wenn Sie da auch was interessiert, dann können Sie das mit einem Like versehen, mit einem kleinen Daumen und dann werden die nach oben gerankt. Ja, ich vermute, dass wir zu viele Fragen haben werden bei dieser großen Teilnehmerinzahl, als dass wir die alle klären können. Aber so können wir dann doch ein bisschen schauen, was sind die Fragen, die sehr viele Menschen bewegen und auf die werden wir dann am Ende auch eingehen nach dem Vortrag. Gut, herzlichen Dank für diesen Blick auf die Beteiligung. Nochmal der Hinweis, wie gesagt, im Chat finden Sie den Link. Dort kommen Sie auf die Seite Menti.com und dann direkt auf die Gruppe, die jetzt in der nächsten Dreiviertelstunde geöffnet ist und wo Claudius dann eben draufschaut. Wir tragen nachher dann in der Diskussion nach den Vorträgen die entsprechenden Fragen zusammen. Damit kommen wir zu unserem Impulsvortrag und ich freue mich sehr, dass Dorit Bosse zu uns gestoßen ist, virtuell an der Universität Kassel ist sie Professorin, kümmert sich um Schulpädagogik und dort um den Schwerpunkt gymnasiale Oberstufe. Wenn man sich die Oberstufen so anschaut oder das, was passiert ist in Schulen und Schulpolitik, dann haben wir nach einer Zählung des Wissenschaftszentrums Berlin, ich glaube, etwas mehr als 500 Schulreformen aller Art in den vergangenen 60 Jahren oder 70 Jahren in Deutschland erlebt, jedenfalls in der Bundesrepublik. Und wie viele davon jetzt die Oberstufen betroffen haben, weiß ich nicht. Klar ist aber, Oberstufe ist immer ein umstrittenes Terrain. Und Hans-Anand Pant hat das ja vorhin so schön formuliert, als er sagte, naja, wir haben auch ein bisschen diese Situation der Überwertigkeit des deutschen Abiturs. Da wird so wahnsinnig viel reingelesen, da wird so wahnsinnig viel mit verbunden. Entsprechend wichtig ist das auch. Sie schauen, Frau Bosse, mit tatsächlich dann eher distanziert analytischem Blick darauf. Und wir sind gespannt, was Sie uns mitgebracht haben. Eine neue Oberstufe für Deutschland, heißt der Vortrag, und dann die Unterzeile Entwicklungen, Kompetenzen, Aussichten. Das verspricht sehr viel. Wir sind sehr gespannt. Toll, dass Sie da sind. Ja, ganz herzlichen Dank für die freundlichen Begrüßungsworte. Sehen Sie jetzt meinen PowerPoint? Ja. Prima. Ja, mein Vortrag oder mein Impuls lautet, kleinen Moment, Entwicklungen, Kompetenzen, Aussichten und mein Motto ist mehr Oberstufe wagen. Es wurde ja schon einiges zur Oberstufe gesagt und Hans-Anand Pant hat ja auch gesagt, wie wichtig das Abitur ist. Natürlich beginne ich auch sofort mit dem Abitur. Wie sieht's aus mit der Abiturientenquote? Dazu ist eben auch schon etwas gesagt worden. Die nimmt kontinuierlich zu. Wir hatten 2010 33,9% Abiturientinnen und Abiturienten. Im vorletzten Jahr waren es 40,2.
Zugleich aber sinkt die Zahl der Studienberechtigten, also auch diejenigen, die Fachhochschulreife erworben haben. In 2020 waren es 8,9%. Das hat unterschiedliche Gründe, unter anderem den demografischen Wandel, aber auch zum Beispiel, dass Niedersachsen von G8 zu G9 zurückgekehrt ist. Wie sieht es aus mit der Bildungsbeteiligung bei Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund, also Schülerinnen und Schüler, bei denen mindestens ein Elternteil im Ausland geboren ist? Da sieht es so aus, wenn man sich mal die Gymnasien anguckt und die Gymnasien mit mehr als einem Viertel aller Schülerinnen und Schüler, die Migrationshintergrund haben, dann waren das 2014% aller Gymnasien. Und 15 Jahre später ist es schon mehr als ein Drittel gewesen, an denen jeder vierte Schüler oder jede vierte Schülerin eben Migrationshintergrund hat. Das heißt, die Bildungsbeteiligung hat deutlich zugenommen. Ich habe es hier an den Gymnasien festgemacht, aber da ist natürlich nach wie vor Luft nach oben. Wenn wir uns neue Oberstufen angucken, dann gucken wir natürlich vor allem auch auf die neuen Oberstufen in zweigliedriger Schulstruktur. Das ist neben den Stadtstaaten, vor allem in Schleswig-Holstein der Fall und auch im Saarland. Also das sind die Bundesländer, in denen in den letzten Jahren das Schulsystem auf zwei Säulen gestellt wurde. Gucken wir uns mal im Saarland an, wie da die Oberstufe an Gemeinschaftsschulen aussehen soll. Da gibt es zum Beispiel den Oberstufenverbund Saarlouis, den ich beraten darf seit einigen Jahren. Da haben sich 6 Schulen, Gemeinschaftsschulen auch zusammengeschlossen, um eine innovative Oberstufe zu gründen, die all das verspricht, was wir heute als gute Pädagogik verstehen können, vor allem in der Oberstufe, also selbstorganisiertes und kooperatives Lernen, die individuellen Lernzeiten in einer rhythmisierten Tagesgestaltung. Projektunterricht ist vorgesehen und wird inzwischen praktiziert. In der Einführungsphase gibt es gezielte Unterstützung durch Basis- und Förderkurse, vor allem in Mathematik und in Fremdsprachen. Und was Hans-Anand Pann gerade auch erwähnt hat, den Link sozusagen zur beruflichen Orientierung oder zur Berufswelt oder auch zum Studium, das wird hier in diesem Oberstufenverbund sehr deutlich frühzeitig angelegt. Ich möchte aber auch auf bestehende Oberstufen eingehen und stelle Ihnen mal oder gebe Ihnen einen kurzen Einblick in das, was so mein, sag ich mal, Tagesgeschäft als Professorin mit dem Schwerpunkt gymnasiale Oberstufe auch ausmacht. So gibt es in Kassel ein Oberstufengymnasium ungefähr mit einer Jahrgangsbreite von 180 bis 200 Schülerinnen und Schülern, mit denen ich in engem Kontakt stehe und die mich regelmäßig bitten, zu bestimmten Fragen auch Evaluationen durchzuführen. Und wir haben in den letzten Jahren eine Kohorte von der E-Phase bis zum Ende der Q-Phase, also Einführungsphase bis zur Qualifikationsphase, zur Frage, wie Sie das Lernen eigentlich in der Oberstufe wahrnehmen, befragt. Wir haben da 4 Messzeitpunkte gehabt. Am Anfang der Einführungsphase hatten wir noch 179 Schülerinnen und Schüler. Am Ende der Q-Phase waren es 144 Schüler. Und wir haben sie unter anderem offen befragt, also ein offenes Item. Es entsteht eine gute Lernatmosphäre, wenn die Lehrkraft. Und das sind die 4 verschiedenen Zeitpunkte, zu denen wir gefragt haben, also zu Beginn der Einführungsphase, dann am Ende der Einführungsphase und dann hier die letzte Säule. Das war das Ende der Qualifikationsphase. Und da habe ich mal 3 Dinge rausgesucht, die wir dann gebündelt haben, die Antworten der Schülerinnen und Schüler. Sie sagen, eine gute Lernatmosphäre entsteht, wenn die Lehrkraft fachlich kompetent, interessiert und motiviert ist. Das ist ja wenig verwunderlich. Interessant finde ich, dass das am Ende, kurz vor dem Abitur, sehr viel häufiger genannt wurde. Das heißt, da gibt es offenbar auch unterschiedliche Wahrnehmungen, was eine gute Lernatmosphäre ausmacht bei den befragten Schülerinnen und Schülern. Sie haben auch gesagt, eine gute Lernatmosphäre entsteht, wenn die Lehrkraft individuell unterstützt, rücksichtsvoll, zugewandt und geduldig ist. Da sehen Sie, dass das bei allen 4 Messzeitpunkten
durchaus ähnlich ist. Also da sehe ich eigentlich jetzt nichts Aufregendes, außer dass es hohe Nennungen zu diesem Bereich gab. Es war ja, wie gesagt, eine offene Frage und Sie konnten da reintragen, was Ihnen wirklich wichtig ist. Und was ich aber interessant finde, Sie haben zum Teil eben selbstorganisiertes und kooperatives Lernen als ganz wichtig angesehen, aber zum Teil nur, weil in der Einführungsphase und vor allem am Ende der Einführungsphase wird das ganz häufig genannt. Und schauen Sie mal hier, kurz vor Abitur wünscht man sich offenbar andere Formen des Unterrichts und weniger selbstorganisiert und kooperativ. Und da haben wir wieder das Abitur, dann wird's ernst. Wir haben auch gefragt, wie nehmt ihr den Unterricht wahr? Und zwar haben wir das bezogen auf die Fächer Mathematik, Englisch und Deutsch dann getan und haben Items vorgegeben, zum Beispiel im Unterricht werde ich dazu angeregt, eigene Gedanken zu formulieren oder im Unterricht ist mir klar, was von mir erwartet wird oder meine persönlichen Lernvoraussetzungen werden im Unterricht berücksichtigt. Und dann haben wir mal geguckt, korreliert das in irgendeiner Weise mit der Punktzahl in dem jeweiligen Fach am Ende der Einführungsphase. Und das ist doch interessant, was wir da rausgefunden haben. Wenn zum Beispiel Schüler mit hoher Ausprägung sagen, ja, mir ist im Unterricht sehr klar, was von mir erwartet wird, dann haben die auch signifikant häufig sehr gute Noten in Mathematik. Am Ende der Einführungsphase bekommen. Und auch in Englisch ist da ein deutlicher Zusammenhang zu sehen. Oder umgekehrt könnte man auch sagen, die Schülerinnen und Schüler, die angegeben haben, dass ihnen mit geringer Ausprägung, also nicht so ganz klar ist, was von ihnen eigentlich im Unterricht erwartet wird oder dass sie eben nicht so angeregt werden, eigene Gedanken zu formulieren, das sind auch die Schülerinnen und Schüler, die in den einzelnen Fächern eher eine geringe Punktzahl bekommen haben. Das ist doch, wie ich finde, ein interessanter Befund. Wir spiegeln diese Ergebnisse der Evaluation regelmäßig in pädagogische Tage zurück, sodass dann auch das gesamte Kollegium von unseren Evaluationsergebnissen erfährt und stehen im engen Austausch mit der Schulleitung, um da eben auch zu gucken, was bedeutet das eigentlich, wenn wir solche Erhebungen machen. Ich komme zu prämierten Oberstufenschulen oder Schulen mit Oberstufe vom Deutschen Schulpreis. Da habe ich mal geguckt, wenn es um Entwicklungen geht, was hat sich denn da eigentlich in den letzten Jahren als wichtig gezeigt, bezogen auf die pädagogischen Schwerpunkte? Ich habe mir die Schulen mal angeguckt und da kann man sagen, da gibt es so, wenn ich das sortiere, so einen Bereich Unterrichtsqualität und da gibt es eben Lernbüros in Oberstufen, die prämiert wurden. Die gute Lehrer-Schüler-Beziehung ist total wichtig. Da wird an diesen Oberstufen gezielt etwas getan dafür. Auch, dass Schüler ihre Lehrer evaluieren, finde ich interessant. Zum Teil wird regelmäßiges Feedback gegeben, zum Teil wird es richtig auch evaluiert. Und Profilunterricht ist etwas, was an einigen Schulpreisschulen im Bereich Oberstufe zum pädagogischen Profil gehört. Im Bereich Schulentwicklung ist interessant, dass einige Schulen mit gezielter MINT-Förderung prämiert wurden. Aber, und das ist eben wichtig auch für heute Nachmittag, auch Schulen, die eng mit der Hochschule kooperieren oder eben auch mit der Wirtschaft, also die da enge Kooperationen eingegangen sind. Bei der Schülerschaft ist mir noch aufgefallen, wir haben in wenigen Fällen auch prämierte Schulen mit Begabtenförderung, aber sehr viel häufiger spielen Oberstufen eine Rolle, die Schülerinnen und Schüler ohne Qualifikationsvermerk aufnehmen, also Schülerinnen und Schüler, die eigentlich ja gar nicht in die Oberstufe dürften, oder eben auch Schülerinnen und Schüler in der Oberstufe mit oder Schulen mit einem hohen Migrationsanteil. Es gab ein Gymnasium, das prämiert wurde, das 90% Schülerinnen und Schüler mit Migrationsanteil hatte. Also wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, meinen ersten Punkt Entwicklungen, dann kann man sagen, die neuen Oberstufen, die sich in zweigliedriger Schulstruktur in den Stadtstaaten und in Schleswig-Holstein und im Saarland bilden und gebildet haben, die haben das Potenzial, gleich von Anfang an innovativ zu arbeiten. Bei den bestehenden Oberstufen habe ich durch meinen punktuellen Einblick in meine Evaluation mit einer Oberstufe in Kassel deutlich gemacht, dass Weiterentwicklung eben auch, sofern möglich, gut auf Evaluation basieren kann.
Und bei den deutschen Schulpreisschulen fällt auf, dass es ein breites Spektrum an Innovationen gibt, vor allem zur Stärkung der Verantwortung der Schülerinnen und Schüler, selbstorganisiertes Lernen, aber auch für einen besseren Übergang in Studium und Beruf, und die Öffnung für mehr Bildungsgerechtigkeit ist auch etwas, was auffällt. Ich komme jetzt zu meinem zweiten Punkt, nämlich die Kompetenzen. Da ist auch schon bei der Anmoderation einiges gesagt worden. Sind es eigentlich die richtigen Kompetenzen, die wir in der Oberstufe verfolgen? Ich habe zunächst gedacht, fange ich doch mal wieder mit der Trias an. Was ist das Ziel der gymnasialen Oberstufe? Die Wissenschaftspropädeutik, die vertiefte Allgemeinbildung und die Studierfähigkeit und eben das, was dazugehört. Ich habe aber mal geguckt, was sagt eigentlich das World Economic Forum zu den 10 Skills, die im Jahre 2025 von Bedeutung sein werden. Und wenn Sie die dann sich anschauen, ich greife mal einige raus, Analytical Thinking and Innovation oder Active Learning and Learning Strategies oder Complex Problem Solving, dann sind das durchaus auch Skills, die uns in der Oberstufe gar nicht so unbekannt vorkommen. Diese Skills sind auch nochmal geclustert worden. Ich habe ja nur einen Impulsvortrag, also nutze ich natürlich solche Möglichkeiten, um ein bisschen zeitsparend auf das Wesentliche aufmerksam zu machen. Ich habe mir einen Bereich ausgewählt, nämlich Technology Use and Development, was für die Oberstufe sicherlich ein ganz wichtiger Bereich ist. Und will Ihnen einige Beispiele zeigen, wie in Oberstufen dieser Bereich inzwischen oder bereits auch umgesetzt wird. Sie kennen alle das KMK-Papier Bildung in der digitalisierten, in der digitalen Welt. Und da sind die 6 Kompetenzbereiche, die kennen Sie auch. Ich konzentriere mich auf Kommunizieren und Kooperieren und zeige jeweils Beispiele. Produzieren und Präsentieren und Problemlösen und Handeln. Kommen wir zunächst zum, zum Kooperieren. Da gibt es hier diese Schreibplattform Etherpad. Sie arbeiten viele, das wird an Oberstufen vielfach, vor allem seit der Corona-Krise und dem Distanzlernen eingesetzt. Sie sehen hier, während ich diese Plattform erläutere, für alle die, die sie nicht kennen, 3 Schülerinnen und Schüler schreiben gerade gemeinsam an einem Essay. Blau ist da eine Schreiber markiert, rot und dann grün. Und das Besondere an dieser Plattform, die synchrones Schreiben erlaubt, wir kennen ja auch OneNote, Google Docs, es gibt andere Schreibplattformen. Hier haben wir einen Admin, der diesen Prozess begleiten kann und den Argumentationsgang beleuchtet und vielleicht auch gezielte Hinweise gibt, wenn aus seiner Sicht etwas vielleicht noch optimiert werden kann. So viel zu diesem ersten Bereich. Der Bereich Präsentieren, da nehme ich das Beispiel Lernen mit E-Portfolio. Ich arbeite selber an der Hochschule seit 13 Jahren mit digitalem Portfolio, aber ich dachte, es überzeugt Sie vielleicht mehr, wenn ich Ihnen was aus der Oberstufe präsentiere, hier aus dem Englischkurs von Antje Köhnen aus Frankfurt, die mir freundlicherweise diese Ansichten auf Mahara zur Verfügung gestellt hat. Und wir sehen hier ein Beispiel von einer Schülerin, die gerne auch ihren Namen gezeigt sehen möchte, weil sie nämlich bereits hier mit Creative Commons Lizenz arbeitet. Also alles muss zitiert werden, was dann eben auch nach außen getragen wird. Und sie hat hier im Bereich My Short Story, also es wird gebeten, eben im Unterricht eine Short Story zu schreiben, hat sie mal in einem Mindmap dargestellt, wie sie sie aufbauen möchte. Und hat dann eben auch schon mal so einen Entwurf gemacht für das Titelblatt, das Cover für ihre Short Story. Und wie es sich für gute Portfolio und eben auch E-Portfolio-Arbeit gehört, spielt die Evaluation eine große Rolle. Hier sind vorgegebene Fragen der Lehrerin. Schauen wir uns mal die 4. an. How do I rate my personal learning progress? Also die Arbeit wird dann begleitend durch dieses Reflexionsmedium e-Portfolio begleitet und dann eben auch entsprechend der Gruppe, der Lehrerin, jeder ist ja frei, wem er was freischaltet, dann eben auch entsprechend präsentiert.
Kommen wir jetzt zu dem Bereich Problemlösen. Da habe ich im Bereich Augmented Reality Ihnen mal zumindest eine Abbildung mitgebracht und auch im Bereich Virtual Reality. Das sind Elemente oder Tools, oder Möglichkeiten, die noch nicht so stark verbreitet sind. Augmented Reality meiner Meinung nach oder meiner Einschätzung nach vor allem in den Naturwissenschaften stark. Da sehen Sie eben zum Beispiel das reale Modell der menschlichen Anatomie und dann eben digital aufbereitete, erweiterte Informationen. Das sind Apps, die auch Schülerinnen und Schüler selbst schreiben können. Bereits in der Mittelstufe wird das getan. Virtual Reality heißt, dass wir mit VR-Brillen eben Schülerinnen und Schülern auch ermöglichen, in virtuelle Räume einzusteigen und da eben ganz andere Lernerfahrungen zu machen, als wir es mit üblichen Medien gewohnt sind. Gucken wir uns mal Forschung dazu an. Ich habe aus der ICELS-Studie 2018, International Computer and Information Literacy Study, habe ich mal eine einzige Übersicht Ihnen mitgebracht. Lehrer wurden da befragt. Das ist eine repräsentative Studie, in denen Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer befragt wurden. Das war vor der Corona-Pandemie. Also unsere ganzen Erfahrungen jetzt mit Distanzlernen sind da alle nicht eingegangen. Und da wurde gefragt, wie oft Lehrerinnen und Lehrer mindestens in den meisten Unterrichtsstunden, also nicht in allen, aber mindestens in den meisten Unterrichtsstunden, hier ist Deutschland, hier ist der internationale Bereich, bestimmte Technologien verwenden, zum Beispiel Softwareanwendungen zur Zusammenarbeit wie Isapad. Da sehen Sie, dass das in Deutschland mindestens in den meisten Unterrichtsstunden bei einem Mittelwert von 2,4% liegt, im internationalen Vergleich durchaus höher. Wobei diese Studie, das muss man vielleicht sagen, natürlich auch wie 2013 schon, diese Studie gibt es ja auch schon etwas länger, erhoben hat, wie es mit dem WLAN aussieht, wie es mit der Ausstattung aussieht. Und Sie ahnen, 2018 sah es mit dem WLAN noch ganz problematisch aus. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war es ein Viertel aller Schulen, die stabiles WLAN überhaupt haben. Und mit den digitalen Endgeräten sah es auch nicht sehr berauschend aus, wobei es eben auch Länder wie Dänemark gibt, die der Devise Bring Your Own Device folgen und die Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Endgeräte mit in den Unterricht und in die Schule bringen lassen. Wenn wir uns jetzt mal angucken, Augmented und Virtual Reality, das ist insgesamt noch nicht sehr ausgeprägt gewesen, 2018. Ich habe vergessen zu sagen, diese Befragung wurde bei 8 Klässlern durchgeführt. Das heißt, diese Werte wären, ich bin mir da ziemlich sicher, wenn Oberstufenschülerinnen und Schüler und Lehrkräfte für die Oberstufe befragt worden wären, deutlich höher gewesen, weil diese Technologien in der Oberstufe nach meiner Einschätzung doch schon deutlich häufiger, also die 3 Gruppen, die ich hier ausgewählt habe, eingesetzt werden. E-Portfolio, 1%, im internationalen Vergleich 7,1%. Also wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass auch Ausstattungsfragen erhoben wurden und wie wir ahnen, eben Deutschland da noch immer nicht diese Ausstattung hat, die Lernen mit digitalen Medien auch problemlos realisieren lässt. Statt einer Zusammenfassung, ich soll ja nur einen Impuls geben, habe ich das mal reduziert und habe gesagt, wir brauchen in der Oberstufe natürlich den Raum für das Lehren und Lernen mit digitalen Medien, aber wir brauchen auch den Raum für kontemplatives Innehalten. Und zwar wie Heraklit hier ganz alleine, übrigens Paper Pencil, nach wie vor auch, oder eben wie Aristoteles und Platon gemeinsam. Also auch das ist in der Oberstufe wichtig. Das ist mir deshalb wichtig, damit Sie nicht denken, ich will jetzt nur die digitalen Medien hier forcieren. Das ist ein Bereich gewesen, den ich ausgewählt habe. Der ganze Bereich des In-sich-Gehens, des Nachdenkens, der kultivierten Muße, wie es mein Kollege Ludwig Huber mal genannt hat für die Oberstufe, ist mir ebenso wichtig.
Wir kommen jetzt zum letzten Teil. Da hatte ich ja eingangs gesagt, es gibt im zweigliedrigen Schulsystem eben neue Oberstufen. Da gucken wir uns jetzt noch eine Oberstufe in Berlin an, die ich 3 Jahre lang evaluiert habe und während der Evaluation auch beraten habe. Das war ein Auftrag vom Berliner Senat. Das ist die Gemeinschaftsschule Wilhelm-von-Humboldt-Schule und das berufliche Oberstufenzentrum Elinor-Ostrom-Schule Prenzlauer Berg. Und auch da möchte ich Ihnen einen kleinen Einblick geben in meine Forschung, um deutlich zu machen, was ist eigentlich möglich in Oberstufen. Das ist ein Schulversuch, der noch weiter auch läuft und den ich nach meiner Evaluation dann eben auch beratend in eine bestimmte Richtung weisend dem Berliner Senat gegenüber kenntlich machen sollte. Das hier ist das Open Learning Center der Ostrom-Humboldt-Oberstufe und zum pädagogischen Konzept gehört Profilunterricht. Das haben wir schon bei den prämierten Oberstufenschulen vom Deutschen Schulpreis kennengelernt, oder da wird es eben auch häufig praktiziert in der Oberstufe, das selbstorganisierte Lernen mit Kannlisten, Punktekonten und ähnlichem, Kompetenzrastern und Lerncoaching. Das gehört in aller Kürze zum pädagogischen Konzept. Und wir haben dort zu unterschiedlichen Zeitpunkten Schüler und Lehrer befragt und haben auch im Längsschnitt 13 Schülerinnen und Schüler von der E-Phase bis zum Abitur befragt, sodass wir eigentlich eine ganz gute Datenbasis haben. Wir haben übrigens auch im Unterricht hospitiert und mit den Lehrerinnen und Lehrern nachmittags über erste Ergebnisse auch bei Kaffee und Kuchen kommuniziert, um da einen guten Draht auch zu der Schule zu bekommen. Gucken wir uns mal Profil an. Hier ist ja vor allem interessant, darum habe ich das ausgewählt, wie nehmen das eigentlich die befragten Schüler wahr und wie nehmen das die Lehrerinnen und Lehrer wahr. Der Profilunterricht ist ja in dieser Oberstufe neu logischerweise installiert worden. Wir kennen ja Profil von Max Brauer und anderen Schulen, die sich seit langem auf den Weg gemacht haben. Und wir wissen, dass fächerübergreifendes Arbeiten möglich ist. Das wurde hier nach der Ermöglichung gefragt. Da ist der Wert bei den Lehrern deutlich höher in 2018 und 2019 als der Wert der Schülerinnen und Schüler, die wir da befragt haben. Hier sehen Sie auch die Anzahl, das ist fast die gesamte Jahrgangsbreite 2018 gewesen. 2019 haben wir nicht mehr ganz so viel erreicht. Im Profilunterricht konnten die Schülerinnen und Schüler ihre Stärken gut einbringen. Da sieht man doch sehr, sehr hohe Werte bei den Lehrkräften und bei den Schülerinnen und Schülern sind die Werte auch relativ hoch, aber nicht ganz so ausgeprägt. Dann haben wir gefragt zur Schülerpartizipation. Das ist ja ein ganz wichtiger Bereich für Schulentwicklung in der gymnasialen Oberstufe oder in der Oberstufe insgesamt. Und da haben wir die Schüler und die Lehrer wieder befragt. Die Schülervertretung sollten stärker in die weitere Planung der Unterrichts- und Lernkultur einbezogen werden. Wir fanden, dass das eigentlich relativ selbstverständlich ist und haben diese Schule von Anfang an beraten, immer auch die Schülervertretung aktiv mit einzubeziehen. Hat sie zum Teil auch gemacht. Die Schüler geben das mit einem kleinen Unterschied, kann man sagen, etwas häufiger an. Na gut, 2018 war es doch ein größerer Unterschied, als dass die Lehrkräfte als wichtig erachten. Die Schüler sollten häufig mitbestimmen dürfen, ob das Thema einzeln oder in Gruppen bearbeitet wird. Da sehen Sie deutlich höhere Werte bei den Schülern in 2018 und 2019 als bei den Lehrkräften. Kann man auch im Einzelnen, glaube ich, ich habe selber 6 Jahre lang auch in Oberstufen gearbeitet, kann man zum Teil auch nachvollziehen. Und das Letzte fand ich doch auch interessant und wollte ich Ihnen nicht vorenthalten. Schüler sollten häufiger Ziele für das eigene Lernen formulieren. Plötzlich sind die Schüler da in deutlich geringerer Ausprägung zum Zuge gekommen hier und die Lehrerinnen und Lehrer meinen, das sei wirklich sehr, sehr wichtig, dass die Schüler die Ziele für ihr eigenes Lernen formulieren sollten. Ich komme jetzt zum Fazit meines dritten Punkts, nämlich Aussichten und dann auch zum Gesamtresümee meines Impulses. Und ich lasse einfach mal Lisa zu Worte kommen, die wir eben von der E-Phase bis zur Q-Phase befragt haben. Und da hat sie gesagt, zu dieser Schule, in der ja selbstständiges Lernen, individualisiertes Lernen eine ganz große
Rolle spielt, naja, dass damit mehr Eigenverantwortung bilden kann. Und das ist ja auch wichtig, dass man damit auch mehr Eigenverantwortung bilden kann. Und das ist ja auch wirklich wichtig für das Studium und weist darauf hin, an der Uni wird ja auch nicht geguckt, dass die pünktlich abgegeben werden, die Hausaufgaben. Das Open Learning Center hier ist ein riesengroßer Raum, in dem sich alle Schüler während der Freiarbeitsphase einfinden können. Man kann hier mit Klassenkameraden zusammensitzen und sich helfen. Und im zweiten Interview sagt sie dann, der Stoff wird immer anspruchsvoller. Deshalb sind wir auch immer mehr auf die anderen angewiesen, weil wir ja quasi alle im selben Boot sitzen und man hält sich gegenseitig über Wasser. Lisa möchte übrigens, hat sie zum Schluss gesagt, wir haben das zu allen drei Zeitpunkten der Interviews befragt, möchte gerne Journalistin werden und ist froh, dass diese Schule ihr beigebracht hat, wirklich auch Struktur hinzubekommen und Dinge rechtzeitig abzugeben. Sie ist aus Nordrhein-Westfalen neu nach Berlin gekommen und hat deshalb dann eben diese Schule auch gewählt. Ich komme zu meinem Fazit des Impulsreferats. Ich habe deutlich versucht zu zeigen, dass Oberstufenschülerinnen und Schüler, und das sollte man, wenn man neue Oberstufen konzipiert oder sie weiterentwickelt, denke ich, immer auch beachten, wobei alle praktizierenden Lehrkräfte das auch im Prinzip wissen. Die Schülerinnen und Schüler brauchen vom Beginn der E-Phase bis zum Ende der Q-Phase unterschiedlich viele Freiräume, Freiheiten, unterschiedlich viel Einleitung, Steuerung und Unterstützung durch ihre Lehrerinnen und Lehrer. Wir müssen achten darauf, dass die Verschiedenheit der Schüler auch berücksichtigt wird. Ich habe das durch diesen kleinen Einblick an dieser bestehenden Oberstufe versucht deutlich zu machen. Leistungsschwächere nehmen häufig im Unterricht nicht wahr, was an ihre Adresse gemünzt ist und sind zum Beispiel weniger als Leistungsstärkere in der Lage, Transparenz zu erkennen. Das ist etwas, was man unbedingt bei Unterrichtsentwicklung im Blick haben sollte. Bei der Entwicklung sind die geforderten Skills von Universität und Wirtschaft, von denen wir heute Nachmittag ja noch einiges hören werden, wichtig, aber auch das, was das Bildungsbedürfnis eines jungen Menschen ausmacht. Also beides sollten wir immer im Blick behalten. Zum digitalen Lernen nochmal, problemlösend lernen, damit ist sehr sinnvoll, aber immer auch zugleich innehaltendes Nachdenken. Dazu ist die Oberstufe da in der Gemeinschaft mit anderen Oberstufenschülerinnen und Schülern. Beides dient der Identitätsentwicklung. Bei den neu gegründeten und noch zu gründenden Oberstufen, frei nach oder direkt nach Hermann Hesse, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, die Innovation immer gleich von Anfang an versuchen, zu konzipieren und zu implementieren. Und was auch mir wichtig war, deutlich zu machen, sofern möglich, ist immer sinnvoll auch, dass man Weiterentwicklung auf evaluativer Basis ermöglicht. Soweit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank, Dorit Bosse, für diesen Blick auf das, was Sie sich anschauen. Und in Ihrer Forschung. So ein, zwei Fragen tauchten dann doch direkt bei mir auf. Und ich beginne mal mit dem, was Sie auf der letzten Folie in der Zusammenfassung hatten. Da ist ja ein Aspekt, den Sie in den Blick genommen haben, ist sozusagen die Chance des Neubeginns. Also wenn eine Oberstufe neu aufgebaut wird. Jetzt haben wir ja an vielen Schulen die Situation, dass es dort eben schon Oberstufen gibt. Es gibt Strukturen, die seit Jahrzehnten, um nicht zu sagen seit Jahrhunderten gleich sind. Wo ist da der Hebel, um sozusagen Veränderung zu ermöglichen? Ja, das habe ich ja versucht, indem ich eben auch mal aufgezeigt habe, wie ich eine bestehende Oberstufe versuche auch zu beraten durch Evaluation, indem man genau guckt, was passiert eigentlich im Unterricht. Und diese Oberstufe, die ich da evaluiere, die hat Zulieferschulen, ich glaube, es sind 12 verschiedene Schulen. Also, und dass man da einfach auch guckt, was kann man eigentlich tun, wenn die Schülerschaft immer heterogener wird, aus verschiedenen Mittelstufenschulen kommt, auch von grundständigen Gymnasien, und wie kann man da auch Unterricht auf Dauer besser machen und besser entwickeln. Das ist so ein Punkt, der mir sehr wichtig ist, weil die schönste Unterrichtsentwicklung oder die schönste Schulentwicklung nützt nichts, wenn der Unterricht
gleich bleibt. Und das ist so ein Impuls gewesen, der richtet sich an neue wie an bestehende Oberstufen. Wir müssen immer gucken, was passiert genau im Unterricht, wie aktivieren wir Schülerinnen und Schüler und wie bekommen wir es hin, dass wir auch die Leistungsschwächeren mitnehmen und ihnen möglichst dann eben auch den Übertritt in die Q-Phase ermöglichen und auch ein gutes Abitur. Also von daher meine kurze Antwort auf Ihre Frage: auf den Unterricht schauen und den Unterricht fortlaufend verbessern und wenn irgendwie möglich auch selbst zu evaluieren oder mit externer Evaluation. Jetzt hat ja Unterrichtsentwicklung oder speziell dann natürlich auch Schulentwicklung, wenn man aufs Größere schaut, viel mit den Rahmenbedingungen zu tun, möglicherweise auch mit politisch-strukturellen Rahmenbedingungen. Sie haben ja Beispiele genannt aus Stadtstaaten und kleineren Bundesländern. Haben die es leichter, was solche Veränderungen angeht? In dem Moment ja, wenn zum Beispiel wie in Hamburg der Profilunterricht per Gesetz festgelegt wurde, ja, also das ist vorgegeben, dass zur Hälfte der Unterrichtszeit eben in Profilen gearbeitet werden kann. Das macht es natürlich, hat aber übrigens mit Stadtstaaten nichts zu tun. Den Schulversuch kann man überall anmelden. Es gibt auch in Hessen Oberstufen mit Profilunterricht. Und diese Berliner Schule, die Ostrom-Humboldt-Schule, hat das ja auch durch einen Schulversuch hinbekommen. Also man kann im Grunde genommen sehr viel machen und das ist sehr viel möglich. Profilunterricht ist auch nicht unbedingt das Allerheilmittel, aber es ermöglicht leichter als in der Vergangenheit, dass Lehrerinnen und Lehrer zusammen kooperieren, gemeinsam Unterricht vorbereiten und die Schülerinnen und Schüler wirklich auch projektorientiert arbeiten können. Also das ist eigentlich an jeder Oberstufe möglich. Man muss möglicherweise einen Schulversuch beantragen, das geht aber. Wir schauen mal, was bei Mentimeter zusammengekommen ist. Claudius Baumann, ich hatte ihn eben schon vorgestellt, hat ja geschaut, parallel sozusagen, was aufläuft. Claudius, was sind Punkte, die dort wichtig waren? Ja, erstmal vielen, vielen Dank für die Fragen. Also hier wurde sich schon munter beteiligt, das ist sehr schön. Eine Frage, die auch mehrfach so in verschiedenen Ausprägungen sozusagen vorkommt, ist die Frage, relativ zu Beginn der Präsentation hatten Sie über die Abnahme der Wertschätzung von selbstorganisierten Lernformen gesprochen. Und da wurde eben gefragt, inwiefern das möglicherweise auch mit den starren Prüfungsformen im Abitur zusammenhängt, also die man alleine lösen muss, ohne Hilfsmittel und auch in einer sehr festen zeitlichen Struktur. Selbstverständlich ist da ein unmittelbarer Zusammenhang zu sehen. Also deshalb habe ich auch diese Folie gezeigt und auch diese Auswertung des offenen Items, weil ich das auch bei anderen Evaluationen und aus der Literatur weiß, dass gegen Ende der Oberstufenzeit die Schülerinnen und Schüler eigentlich, zum Beispiel mein Schulversuch in Berlin, die haben gesagt, wir wollen jetzt aber wieder mehr Frontalunterricht, haben sie zum Schluss gesagt. Also die kommen von Schulen, die ungemein progressiv arbeiten. Also die Gemeinschaftsschule, Wilhelm von Humboldt-Schule, die macht alles, was gut und teuer ist in der Pädagogik. Aber zum Schluss wollen sie einfach den lehrgangsartigen Unterricht, sie wollen den Überblick nochmal, sie wollen die Expertise, die fachliche Expertise der Lehrkräfte. Und ehrlich gesagt finde ich das auch legitim. Ja, wenn in der übrigen Zeit genügend aktivierende und selbstständigkeitsfördernde Lernformate Raum gehabt haben, dann kann man zum Ende auch nochmal sich konzentrieren und die Schülerinnen und Schüler als Lehrerin fragen, was wollt ihr jetzt eigentlich, was braucht ihr und wie können wir uns gemeinsam aufs Abitur vorbereiten. Wobei natürlich, Hans-Anand Pant hat es ja gesagt, der hat ja im IQB gearbeitet, man müsste gucken, die Abitur Aufgaben verändern sich ja auch fortlaufend. Aber auch dazu gibt es ja Forschung. Und da könnte noch sehr viel mehr passieren als in der Vergangenheit, auch in puncto fächerübergreifendes Arbeiten. Also da sind die Formate zum Teil noch starrer, als sie unbedingt nötig wären. Also so viel vielleicht zu dem Format von Abituraufgaben. Das ist ja ein eigenes Thema, über das man ganz ausführlich eigentlich diskutieren könnte. Eine weitere Frage schaffen wir, glaube ich, noch, Claudius. Ja, genau. Da haben Sie gerade auch schon eine zweite eigentlich mit beantwortet, nämlich die Frage danach, wie sich diese Aufgaben möglicherweise sogar verändern auch sollen. Und dann ist hier noch eine andere Frage, die ja sehr gut angenommen wird. Und da wird danach gefragt, inwiefern
der Unterrichtswandel nicht vor allen Dingen eine Haltungsfrage ist. Also hier wird gesagt, es geht offensichtlich ja nicht vorrangig um Strom, Tablets und Apps, sondern um die Haltung. Und wie kommt man dahin? Indem man stärker als bisher im kooperativ arbeitet als Lehrperson. Wir haben ja, Hans Anand Pant hat zum Beispiel eine Publikation über die Kooperation von Lehrkräften bezogen auf die Thales-Studie herausgegeben. Und wir können da in Deutschland durchaus noch zulegen, also was professionelle Lerngemeinschaften, also das ist ja die Form, dass Lehrkräfte auch in der Oberstufe ist durchaus möglich, zusammenkommen, gemeinsam über Schüler sprechen, über Lernwege, über gemeinsam geplanten Unterricht, über Aufgabenformate für Klausuren, also einfach mehr gemeinsam arbeiten. Und diese Haltungsfrage ist vollkommen richtig. Es ist die Frage, was ich meinen Schülerinnen und Schülern zutraue. Und wir wissen ja, je mehr wir ihnen etwas zutrauen, desto häufiger oder desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Funken auch überspringt und die Schülerinnen und Schüler glauben, dass das Potenzial auch in ihnen enthalten ist. Und von daher ist es eine Haltungsfrage und dann aber auch eben auch die Frage, wie tut man sich im Kollegium zusammen, mit wem arbeitet man zusammen und entwickelt Unterricht oder auch Aufgabenformate oder was auch immer gemeinsam weiter. Herzlichen Dank, Dorit Bosse. Herzlichen Dank für diesen Impuls, auch für die Fragen, die Sie aufgeworfen haben. Und danke auch an alle, die sich schon beteiligt haben. Auch das ist natürlich ein Vorteil bei Mentimeter. Durch die Wertung, die Sie dort zu den Fragen abgeben, können wir natürlich ein bisschen sehen, wo weiteres Interesse ist und das eben dann auch entsprechend für die weitere Programmplanung mit aufgreifen. Frau Bosse, erstmal herzlichen Dank an dieser Stelle. Und wir schauen damit weiter auf das, was auf uns zukommt. Und dazu darf ich ganz herzlich Anne Slivka begrüßen, Professorin an der Uni Heidelberg, dort am Institut für Bildungswissenschaften. Jetzt aber hier sozusagen auch in ihrer Funktion als Themenfeldleitung bei der Deutschen Schulakademie mit Blick auf das, was wir noch diskutieren wollen und diskutieren werden. Was greifen Sie sich heraus oder machen Sie den Gesamtüberblick, Frau Slivka? Ja. Lieber Himmelrad, vielen Dank. Ich freue mich wirklich, dass wir jetzt hier alle zusammen sind. 410 Personen aus, ich wollte sagen ganz Deutschland, aber ich glaube, es haben sich auch Menschen aus dem Ausland gemeldet. Also großartig für uns, die wir das jetzt seit Wochen vorbereiten. Es ist einfach toll, dass Sie alle da sind und dass wir auch in Pandemiezeiten hier so gut zusammenarbeiten können. Ja, Dorit Bosse hat uns schon einen sehr spannenden Anstoß sozusagen gegeben ins Forum. Es geht spannend weiter. Die Kaffeepausen sind ersetzt worden durch sogenannte Austauschrunden. Da können Sie sich natürlich Ihren Kaffee, Ihren Tee dazu nehmen. Da gibt es die Möglichkeit, auch informeller sich auszutauschen, so wie man das ja auch getan hätte, wenn wir uns jetzt in Berlin gesehen hätten, wie mal ganz ursprünglich geplant. Und dann nach der ersten Austauschrunde, die jetzt gleich kommt, geht es dann inhaltlich weiter um 16 Uhr mit einem Panelgespräch, eingeleitet durch einen Input unserer Kollegin Professorin Isabel van Ackeren von der Universität Duisburg-Essen. Und es geht um die Oberstufe 2030. Welche Kompetenzen benötigen Abiturienten und Abiturienten, um für ihren weiteren Bildungsweg erfolgreich zu sein? Und dann gibt es eben ein Panel, was wir, glaube ich, ganz interessant besetzt haben, mit einem hochrangigen Vertreter aus der Wirtschaft, einer Studierenden. Später dann um 17.30 Uhr die Workshop-Runden. 6 interessante Themen. Sie haben die Links erhalten und können sich zuwählen. Ein paar Beispiele. Da geht es zum Beispiel um Wochen- und Jahresstrukturen für eine neue Oberstufe, agile Schulentwicklung gestalten, Lernen in Zusammenhängen, selbstbestimmt lernen. Es geht auch um Prüfungsformate, also das Thema Prüfung sparen wir hier nicht aus. Wir haben ja schon gehört, dass das vielleicht eines der komplexesten Themen ist. Und dann zum Abschluss des Tages noch mal eine Austauschrunde. Morgen früh startet es auch für die, die gleich um 10 schon gerne mit dabei wären, mit der ersten Austauschrunde in den Tag von 10 bis 10.30 Uhr und dann in die beiden Schulentwicklungsworkshops. Da möchte ich auch ausdrücklich nochmal erwähnen, das große Engagement von Barbara Stockmeier und Friedemann Stöffler, die jetzt über mehrere Jahre die beiden Innovationslabore geleitet haben für die Deutsche Schulakademie. Zwei Praktikerinnen und Praktiker mit Herzblut und gleichzeitig beide auch sehr begabt in Theoriebildung, wie ich festgestellt habe in unseren wirklich spannenden Diskussionen in den letzten Wochen.
Und dann geht es morgen Nachmittag weiter. Da weiten wir nochmal den Horizont und ich werde dort einen Input geben, internationale Impulse für eine neue Oberstufe. Wir sehen nämlich im internationalen Raum in den letzten 10 Jahren eine ganz erhebliche Innovationsdynamik rund um die Oberstufe. Das muss man, glaube ich, so sagen. Es geht nicht nur um Inhalte, es geht um Lehr-Lern-Formate in der Oberstufe, um Prüfungsformate und es geht auch um Flexibilisierung. Und da ist vieles möglich, was in Deutschland nicht möglich ist. Und ich glaube, es ist sehr spannend, sozusagen im Sinne der kognitiven Aktivierung mal den Denkraum zu weiten und sich das einfach mal anzuschauen, was eigentlich schon so geht international und wohin in den verschiedenen Ländern die Reise geht. Wir werden schauen nach Irland, nach Dänemark, in die USA, nach Kanada, Australien, Finnland und Neuseeland mit den Beispielen zur Weiterentwicklung der Oberstufe. Genau, dann am Nachmittag morgen nochmal eine Workshop-Runde, Workshop-Runde 2, dann ein Abschlusspanel, wo es um die Thesen für eine zeitgemäße Oberstufe geht. Und wer Lust hat, der kann dann morgen Abend nochmal das Ganze auch bei einem Glas Wein oder so ausklingen lassen. Leider vor Ihrem Bildschirm, anders schaffen wir es dieses Jahr nicht. Aber auch dann gibt es zum Abschluss wieder eine informellere Austauschrunde. Genau, vielleicht so viel erstmal dazu. Vielen herzlichen Dank, Frau Slivka, für diesen Blick auf das, was tatsächlich sich anfühlt und so klingt wie ein ganz normaler Kongress. Nur, dass wir eben vor den Bildschirmen sitzen und nicht gemeinsam in einem Raum sind. Aber auch das lässt sich natürlich in gewisser Weise auffangen. Wir versuchen das jedenfalls. Und dazu gehört nun tatsächlich die kommende Runde, die Sie in dieser Form dann auch noch ein paar Mal erleben werden heute und morgen, die Austausch- und Netzwerkrunde.